So, die Dämonen, die machen heute, glaube ich, nicht mehr viel. Und die Spatkobolde, die Dämonen, ja, die können wir hier eigentlich stehen lassen. Da ist nicht mehr viel nötig. Oh, die Bären kriegen echt nur zwei Ritter down. Okay, naja, gut, ich korrigiere mich, aber sie mussten halt nachsetzen. So, solange jetzt keinen mehr wiederbelebt, ist mir das dann wurscht. Ja, sie teilen sich auf, die Wächter, aber das bringt ihnen dann auch nichts mehr viel. Wir könnten natürlich so rumfliegen, was aber eigentlich nur relativ wenig Sinn macht. So, 51 Schaden an schwarzen Drachen, ja. Naja, sonderlich beeindruckt bin ich jetzt nicht. Ich überlege nur gerade, soll ich die roten Drachen da einstellen und da mal durchheizen, durch die Cerberi. Könnte ich eigentlich machen. So. Burn in hell. Perfekt. So, dann bleiben nur noch die Inquisitoren des Lichts da hinten übrig. So, Vampire dürfen stehen bleiben, auch die Dämonen bleiben stehen. Wir brauchen nur noch die Einheiten hier vorne. Und ich sollte den Hyänen jetzt mit dem Bären nicht den Weg verstellen, ehrlich gesagt. Ah, da kommen die Drachen. Aber lass die mal da vorne. Ja, das machen die Hyänen. So, 26. Siehste, habe ich doch gewusst, dass meine Hyänen das hinkriegen. 24 Gefangene, 11.540 Gold. Wir haben keine Einheiten verloren. Was ich ehrlich gesagt gar nicht vermutet hätte. Ich meine, wenigstens eine Einheit durch einen Fernkämpfer oder so. Aber, naja. So, haben wir drin eine Karte? Nein, wir haben hier drin keine Karte verfügbar. Da vorne ist Ludwig, der Erbitterte. Wie wenn er hier allerdings uns erstmal noch ein bisschen umschauen. Erstmal gucken, was wir hier so finden vielleicht. Den einen oder anderen Geheimgang in ein, weiß ich nicht, ein Verlies, wo Schätze versteckt sind oder so Geschichten. Ich weiß nicht, ich will, hier beispielsweise haben wir was. So, 3200 Goldstücke. Und auch hier, okay, natürlich gehört es dazu, speichern. Ist immer gut, vor allem weil die Angaben der Truppenstärke nicht immer passend sind. Aber ich denke dieses Mal, naja, schwach. Ich meine, im Vergleich zu mir schon. Wenn man das jetzt mal so nimmt. Die Spatzendrachen. Ah, nee, ich kann nicht hier auf die Seite. Ein bestimmter Altar, dann noch vor dem Fall des alten Reichs errichtet wurde, ergreift alle Ziele mit starken Blitzern, egal ob Freund oder Feind. Tja, jetzt ist die Frage. Ich glaube, ich warte jetzt einfach mal. Oh, wow. 14 Paladine hier, 11 Paladine hier. Gut, dafür hat er halt keine Dings, dafür hat er halt keine Ritter. Die schwarzen Drachen hierhin. Ich weiß nicht, was machen wir? Tiere der Natur? Oder kämpfen wir dieses Mal vielleicht sogar eher? Ha, brennbares Öl. Brennbares Öl wäre doch mal eine nette Sache. So brennen die Einheiten weiter. Deswegen, ja, viel Spaß beim... Achso, das bezieht sich ja... ich vergesse immer, das macht keinen kompletten Teppich. Dafür habe ich allerdings meine Sportkobolde. Die kriegen das dann schon eher hin. Und jetzt ist die Frage, wo heizen wir rein? Eigentlich müssten wir tatsächlich hier vorne bei den Paladinen. Auch wenn ich hier mehr erwischt hätte. Ja, ich weiß. Aber... okay, so, Dämonen beschwimmen. Wir bleiben mal hinten fürs Erste. Ich weiß nicht, ob mich die Blitze ganz hinten erreichen werden. Er ist ja wesentlich näher. Da wird einiges wiederbelebt. Aber es sind halt eben Paladine. Naja, Paladine. Die Angstklasse unter den Anfängern. Nein, nicht auf die Vampire, ihr Idioten. So, die schwarzen Drachen. Was mache ich mit denen? Ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal... mit Eifersucht da hinten was zu erreichen. Tatsächlich. Die Priester des Lichts gehören uns. Das ist doch schon mal eine nette Sache.
Und wir rücken, glaube ich, ein bisschen weiter vor. Hierhin vielleicht? Nee, komm, hierhin. Das reicht vollkommen aus. Kreaturen der Natur als erstes. Ja, 77 Bären. So schön. Und die roten Drachen als Verteidigung an der rechten Flanke der schwarzen Drachen. Nur um sicher zu gehen. Ich hoffe, ich bin nicht zu nah dran an den Blitzen. Sonst wird es, glaube ich, hässlich. So, Feuerball. Und jetzt aber mal hier rein. So, die Vampire heilen sich. Perfekt. Jetzt ist auch die Frage, was mache ich mit den Vampiren? Ich kann nicht zu nah an die... Was ist das? Ach, an den Altar des Blitzes. So nennt sie das also. Deswegen, ich sollte aufpassen, wo ich hinlaufe. Es steht halt leider Gottes auch keine Reichweite da. Ah, Moment, mit Rennen können wir ein bisschen mehr erreichen. Allerdings nicht direkt die Bogenschützen, denn die sind ja ohnehin, die können ja ohnehin nicht im Fernkampf agieren. Das heißt, sie werden höchstwahrscheinlich die Bären so oder so angreifen. Deswegen, wenn ich nicht erstmal hier um die... So, zum Thema. Naja, tot sind sie trotzdem. Und wenn jetzt die Bogenschützen angreifen, vermute ich, dass die Bären nicht zurückschlagen werden. Genau, so wie hier jetzt an der Stelle. Und jetzt bin ich mal gleich gespannt in der neuen Runde. Wenn die neue Runde eingeleitet wird, müsste es ja jetzt eigentlich losgehen. Nein. Ach, die Dämonen sind wütend und erneut am Zug damit. Aber sie bleiben hinten stehen. So, was wird passieren? Runde 3. Puh, 3 bis 4, ich weiß nicht. Wir werden hier auf jeden Fall mal Kreaturen der Natur hinstellen. Jawohl, 218 Sumpfschlangen. Naja, die werden ihm einiges Saures geben können. Ich hätte es nur gesagt, wenn wir hier reinfliegen. So, hier, hier, hier. Und dann kann er aber nicht abdrehen, dann muss er hier pausieren. Kann man das machen? Eigentlich schon. Weil die Priester des Lichts werden nicht genug Schaden zufügen können. Und so bin ich schon mal hinten drin. So, dann sterben hier 4 Paladin. Ja, sogar 4 Paladin. Ja, aber perfekt. So, die Spottkobolde. Ich weiß nicht, was ich mit denen machen soll. Außer mal etwas weiter nach vorne zu ziehen. Wir warten mal, bis der Altar des Blitze weg ist. Aha, das haben schon unsere Feuerelementare gemacht. Ob ich davon jetzt begeistert bin, weiß ich nicht, aber es ist ja eh eine Dings. Es ist ja eh eine Einheit, die wir nicht direkt steuern können. So, die Dämonen. Die Dämonen. Was mache ich mit denen? Eigentlich. So, für Orkschlag reicht es nicht. Wenn wir hier so durchfahren, erwischen wir auch die schwarzen Drachen und im bösen Fall auch die Bären. Machen wir also nicht. Das schwarze Loch könnten wir allerdings nehmen. Was geht denn da drauf? Paladine. Sollen wir das schwarze Loch? Nee, wir warten, glaube ich, auf Orkschild, würde ich sagen, oder? Wir warten, glaube ich, echt auf Orkschild. So, die Schlangen sind dran. Da sterben auch die restlichen 3 Paladine. Perfekt, die Bären. Oh. Die Bogenschützen sind eingeklemmt zwischen Bären und schwarzen Drachen. Naja, es kann kein gutes Gefühl sein. Die nächste Einheit, die übernommen wird. Nice. Nice, das ist ja richtig fett. Cool. So, damit war es das aber auch. Runde 4. Und wir rösten dann mal von hinten. Das war ja mein Plan. Die Reihen von hinten zu lichten. Ja. Okay. Machen wir die Bogenschützen. Packen wir uns. Und die Paladine sind dann, naja, alleine. Eigentlich nur noch eine ganz, ganz einfache Formsache. Dafür, warte mal, wie viel Leben haben die hier noch? Okay, mehr wie genug.
Da muss ich mir keine Gedanken machen. Dann brauche ich also auch diese Runde, dieses Schlacht auch kein Orkschild mehr. Machen wir also direkten Schaden an den Paladinen. So, Spottkobolde rücken nochmal ein bisschen weiter vor. Werden aber hier jetzt heute nicht mehr großartig zum Zug kommen. Ja, das sieht nett aus. So, hier sterben alle 29. Perfekt. Da jubeln sogar die Dämonen. Und wir gehen mal hierher und greifen. Achso. Na gut, egal. Dann haben die Paladine halt noch eine Chance, sich zu erheben. Keine Ahnung. Was wollen vier Paladine ausrichten? Ich würde sagen, nicht mehr viel, denn drei sterben jetzt. Oh, 6 kritischen Schaden an den schwarzen Drachen. Das ist natürlich böse. Ich habe so eine Angst. So ein bisschen habe ich leider was verloren. Ein Sportkobold, 2 Vampire. Ist halt durch Fernkampfschaden. Da kannst du nicht so viel kompensieren. Es sei denn natürlich, du hast nur Einheiten mit verdammt viel Leben. Und hier kommen wir in eine ganz interessante Kammer. Hier ist eine Truhe. 2 Magiekristalle, perfekt. Und wisst ihr, was wir da jetzt lernen können? Da können wir... Nee, nicht Welt. Keine Wanderer-Zauber. Hier, die Drachenpfeile. Ermöglicht einen Bogenschützentrupp, wobei ich momentan keine Bogenschützen habe. Das könnte sich aber ändern. Aber immer eins nach dem anderen. So, da ist auch nochmal eine Truhe. Hier ist Gold. 2100. Und es könnte, ich weiß nicht, das Schlafzimmer des Königs vielleicht sein. Die Rüstung des Großmeisters von Monteville habe ich hier gefunden. Plus ein Widerstand gegen alle Schadensarten. Anfangsmoral 50, steigt nie. Sinkt minus 1 nach jedem Kampf. Da haben wir ja aber noch unsere andere Rüstung. Wenn ich sie denn jetzt hier finde, so, oder Bohrmantel, plus 5 Widerstand gegen alle Schadensarten. Den könnten wir natürlich mal verbessern. Und ich weiß nicht, ob ich das gleich machen soll. Hier geht es jetzt auf jeden Fall nicht weiter. Wir können zwar noch auf die andere Seite, aber nicht durch die Wand. Auch wenn wir Vampir sind, durch Wände gehen, können wir noch nicht. Deswegen müssen wir hier... Warte mal, das ist doch eine Tür. Dass ich da nicht reinkomme, ist schade. Naja, egal. So, was haben wir hier drüben? Hier drüben sehe ich nichts. Und da vorne sind auch wieder... Ah, hier sind auch wieder Ritter mit dabei. Da können wir dann nochmal unsere... unsere Schlagkraft im Kampf testen. 5 Priester des Lichts suchen das Weite. Oho. Oh ne, das ist nur ein Hindernis. Schade eigentlich. Gut, da wird jetzt einiges aufgeboten. Es sind allerdings nur 5 Paladine. Dafür bietet er 2x über 50 Hexenjäger auf. Ritter sind 18. Ja, ich glaube davor muss ich jetzt nicht die ultimative Angst haben. Kreaturen der Natur sollten hier auf jeden Fall das meiste erledigen. Und hier sind Bogenschützen. Die Bogenschützen kann ich natürlich unmöglich davonkommen lassen. So, 37, 31, perfekt. Und die Hyänen. Ich weiß nicht. Ah ne, wir stellen die hier hin, damit wir auch die Fernkämpfe noch ein bisschen beschäftigen. So, wir müssen hier weiter. So, Burn in Hell. Wie ich immer so sagen pflege. Vampire nach vorne. So, 8 Wut besitzen wir. Die Dämonen sollten schauen, dass sie schleunigst nach vorne kommen. Auf welche Seite ist eigentlich egal. So, weitere Dämonen beschwören und wir kriegen was? Wir kriegen Kobolde oder Spottkobolde. Man kann die, ich glaube, es sind Kobolde. Man kann sie nie so wirklich, ich kann sie nicht wirklich gut auseinanderhalten. So, da wird aufgestanden, wenn es auch nicht viele Einheiten sind. Oh, er hat mir einen Dämon getötet.
Du bist aber nicht nett zu mir heute.